ich bin immer noch auf der Gamescom. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich ein Monster hinter mir. Aber keine Angst, der ist nicht so bedrohlich, wie er aussieht. Es geht um Spyro. Ich konnte gerade ein bisschen Spyro anspielen und habe auch ein bisschen Gameplay mitgebracht. Wir hatten aus jedem Spiel, es sind ja 3 Spiele in der Reignited Collection drin, hatten wir ein Level zur Verfügung. Und die habe ich mir natürlich alle 3 Mal zu Gemüte geführt. Und muss sagen, während die 3 Spiele von Insomniac damals ja immer was dazugebracht haben und auch vom Style sich so ein bisschen erweitert haben, sehen die jetzt natürlich alle gleich aus. Das ist ja logisch, die haben alles in eine Engine gehauen und es sieht auch ehrlich gesagt ganz hübsch aus. Ich habe ja auf der E3 schon mal ein bisschen was angespielt und gesagt, was sich da so verändert hat, zum Beispiel, dass das Gras und die Pflanzen jetzt alle entflammbar sind, dass man auch wirklich das Gefühl hat, man befindet sich in dieser Traumwelt. Ich kann, glaube ich, im Allgemeinen einfach nur sagen, der Eindruck von der E3 hat sich bestätigt. Das ist ein super entspanntes Spiel. Ich glaube eher was für die Leute, die damals schon Spyro gespielt haben und sich gerne jetzt nochmal das Ganze zu Gemüte führen wollen, das nochmal sich angucken wollen. Und ich glaube, unsere kleinen Freunde da draußen werden auch sehr viel Spaß mit Spyro haben. Aber ich sag mal, wenn ihr jetzt wirklich so, ja, richtige krasse Jump'n'Runs haben wollt oder irgendwas, was in die Richtung Crash Bandicoot zum Beispiel geht vom Schwierigkeitsgrad, dann ist Spyro wahrscheinlich nicht so euer Ding. Denn ich muss offen gestehen, jetzt wo ich mehr davon gespielt habe, ist es doch schon alles sehr simpel. Bis auf die kleinen Flugpassagen, wo ich immer noch nicht genau weiß, wo ich den genauen Punkt treffe, dass ich auch da lande, wo ich hin möchte, ist ein relativ simples Spiel. Man hat aber echt ganz nice Gimmicks, zum Beispiel der 3. Teil Year of the Dragon, da gibt es ein Skateboard-Level und das hat doch schon sehr Spaß gemacht. Ich habe auch versucht, so ein paar kleine Tricks einzubauen, weiß nicht, ob das so gut aussah, das sieht man wahrscheinlich jetzt hier beim Gameplay. ja, da habe ich wahrscheinlich nicht so ganz so gut ausgesehen, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man musste so 15 kleine Lizards fangen und hat dann quasi den Zeitmodus freigeschaltet und es war alles. Ja, ich würde sagen, sehr nett, sehr unterhaltsam, aber ich glaube für mich persönlich auf lange Sicht geht wahrscheinlich ein bisschen schnell die Luft raus, weil ich ja schon irgendwie ambitionierter bin und auch mehr Schwierigkeit gerne auch von einem Spiel verlange. Deswegen, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, wenn es denn draußen und fertig ist. Das passiert im November, das wurde ja kürzlich erst nochmal verschoben. Ich glaube, es ist der 13. November, lass mich nicht lügen, korrigiert mich, wenn es falsch ist. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken und dann natürlich nochmal das gesamte Bild haben. Aber ihr da draußen, wenn ihr Spyro-Fans seid, ihr wisst ja, wie es damals war, ob es schwieriger wird, ob es da Hindernisse oder Komplikationen gibt. In der Version und in den Leveln, die ich jetzt gespielt habe, ist mir eigentlich nichts dergleichen aufgefallen. Es war alles sehr polished, es lief alles sehr flüssig. Und deswegen, ich glaube, das wird ein echt schönes, solides Liebhaberding. So, das war's von mir. Das war's von Spyro und ich hoffe, ihr guckt uns auch weiterhin zu hier von der Gamescom 2018. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen wollt und immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.